Werben auf Twitter. Mein Name ist Philipp Saub, ich bin von der INM AG und Sie schauen website-marketing.ch. Auf Twitter lässt sich Werbung schalten. Das sieht man zwar kaum, das merkt man auch nicht richtig. Sie nennen es auch Promoten, also ein bisschen verdeckte Werbung. Schauen wir uns gleich an, was für Möglichkeiten es gibt. Grundsätzlich geht es hier um drei Bereiche. Ich habe zuerst mal im Follower-Bereich Who to Follow, da wird mir vorgeschlagen, wen ich folgen könnte. Da hat es zwei, ich sage es mal, organische Resultate, den Arthur Honegger und voilà. Und obendran kommt hier diese Promoted-Empfehlung von Beat TV, das ist von Coca-Cola. Das heißt, hier wird mir empfohlen, dem hier zu folgen, diesem Beat TV. Also, das wird anhand von meinen Followers wird das rausgesucht, das heißt, das wird in der Relation bestimmt, wem ich heute schon folge und dann geschaut, ob das überhaupt zu mir passt. Ist natürlich immer sehr, sehr vage. Das ist das Erste. Dann beim Zweiten, da muss ich mich einem anderen Account bedienen, haben wir die Promoted Tweets. Das ist dann hier unten. Das ist also ein Tweet promoted worden. Das heißt, hier wird geschaut, über was schreibe ich, was sind meine Topics und anhand dessen wird mir dann ein Tweet zugeschickt oder ein Tweet in meine Timeline reingelassen, steht dann auch schön drunter, dass der promoted ist, auch von wem das der promoted ist. Und hier muss natürlich ein Link raus, das ist ganz klar Werbung, Marketing, da will ich noch einen Besucher auf einer Seite drauf haben. Das ist also das Zweite und dann das Dritte und Letzte, das sind die Promoted Trends. Das ist dann links draußen, da sieht man ja vor allem die Hashtags, über was diskutiert wird. Da geht es darum, wo ich bin. Meistens sind ja das Events. Also ich sage jetzt gerade mal, im Moment, wo die Olympischen Spiele in London laufen, wird sowas geben, logischerweise. Dann promoten wir es natürlich an Menschen, die man dann beispielsweise am Event haben will. Also da geht es mehr so ein bisschen um die Locations. Es gibt also drei Möglichkeiten, hier zu werben. Und warum soll man das überhaupt machen? Der erste Grund ist sicher Promotion, Werbung. Also ich bewerbe hier beispielsweise eine Webseite mit den Tweets dann, ganz klar. Dann ist es logischerweise auch Branding. Das ist dann mehr, wem ich noch folgen sollte. Da geht es um den Brand, dass ich meinen Brand bekannter mache. Und das Letztere dann sicherlich noch das Thema Followers generieren. Also auch da wieder Who to Follow. Da geht es darum, dass ich mehr Followers hinkriege, logischerweise auch mit den Tweets. Und ganz indirekt natürlich auch mit den Promoted Trends. Das also die drei Möglichkeiten. Würde mich interessieren, ob schon jemand daran gedacht hat, sowas zu nutzen, was ihr überhaupt davon hättet. Stört euch das in der Timeline drin oder ignoriert ihr das komplett oder findet ihr ganz toll? Das würde mich wieder in den Kommentaren interessieren, hier unten. Abonnieren, wie immer gerne hier oben. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben website-marketing.ch geschaut.